Da bin ich echt mega stolz drauf, wirklich mega stolz drauf, dass ich Teil von dem Verein war, aber auch, dass ich den Leuten und dem Verein so auch ein Stück weit was zurückgeben konnte für das Vertrauen, das mir irgendwann geschenkt wurde. Ich kann es noch nicht so ganz realisieren, dass er dann ab nächster Saison nicht mehr neben mir sitzt. War eine Bereicherung, nicht nur fußballerisch, sondern auch vor allem menschlich für die Kabine. Ich glaube, alle Leute hier in der ganzen Borussia-Familie, sage ich mal, im ganzen Umfeld, werden ihn vermissen, werden ihn total vermissen. Wir, die Mannschaft, werden ihn vermissen, weil er ja immer vorne weggegangen ist als Kapitän. Aber das können wir jetzt nicht ausstrahlen. Nicht so. Kommt sofort das Spiel in Florenz natürlich in den Sinn. Ja, was auf jeden Fall auch in Erinnerung bleibt, ist ja, das Spiel in Florenz. Natürlich unvergessen Florenz, als wir danach auch noch an der Bar saßen. Maris, Lars Stindl und er trifft! Und den Strafraum, die Chance für Dribbelt! Und jetzt nochmal! Und da ist das Tor für Gladbach! Lars Stindl mit dem Ausgleich! Der Kollege aus Italien schlägt schon die Hände zusammen. Er sieht das Elend schon kommen. Hofmann, Lars Stindl! Stindl, ich fasse es nicht! Was für ein Tor! 3:2! Heute schreiben wir Geschichte! Lars Stindl mit dem Dreierpack! Ja, ist auch für mich ein ganz besonderer Abend. Ich glaube, die Umstände, Europa League, Flutlichtspiel, so vor der Kulisse mit den Fans, die hier mitgereist sind, wieder so zahlreich. Das ist auch für mich in meiner Karriere was Besonderes. Deshalb habe ich mir auch den Spielball heute mal gesichert. Und wie wir danach noch oben auf der Dachterrasse gesessen haben, haben noch eine Cola Light getrunken. Das war schon echt ein tolles Erlebnis und ja, ist auch sowas, was uns für immer verbindet. Ich sehe nicht nur ihn als Fußballspieler, sondern auch eher als Freund. Man wird ihn auf jeden Fall riesig vermissen, muss man ehrlich sagen. Ich hoffe, das kommt nicht alles ins Fernsehen. Merci, Capitano. Kein Problem. Sehr bien, Frère. Schlümpfe. Oh nein! Nein! Hast du das so? Hast du das so? Ich bin immer noch Lars und gebe schon wieder Gas. Sag's. Nein, ich sag's nicht. Das ist der Tobi Sippel und? Und wir ziehen euch heute an den Nippel. Abbruch. Hier brechen wir es ab. Abbruch. Hi, Kapi. Ich wollte euch was zu sagen. Erstmal danke für alles, was wir auf dem Platz bei Borussia erlebt haben. Für mich war eine Ehre, so lange mit einem Spieler wie du spielen zu dürfen. Sicherlich einer der besten Spiele, mit denen ich gespielt habe. Ich hatte einfach viel Spaß und ich wünsche dir nur das Beste für dich, für deine Familie. Weiter noch viel Erfolg und Spaß bei Fußball. Ciao, ciao. Salut, mon Capitano, salut, mon ami, hier ist Ibo. Und du hast ein großes Herz,
dass du auf dem Feld für die Mannschaft lässt und dass du auch außerhalb als Kapitän immer gezeigt hast? Eine große Karriere. Nationalspieler, eine Ära geprägt in Mönchengladbach, vorangegangen. Großartiger Mensch. Für was du gemacht hast in deiner Karriere in Gladbach. Du bist einfach ein überragender Fußballspieler, ein überragender Mensch. Du bist gekommen als ein durchschnittlicher Bundesligaspieler. Und du gehst zurück als eine absolute Gladbach-Legende. Absolut, absolut. Ich schwöre Stein und Bein auf den Menschen Lars Stindl, der ein super Charakter, super Typ ist und mit seinen herausragenden Charaktereigenschaften sehr, sehr gut zu dieser Borussia passte. Und zum Spieler und Sportler Lars Stindl und dem Kapitän der Borussia, da bin ich sehr dankbar für, dass ich eine Zeit lang den Weg mit dir begleiten durfte. Ja, ich bin einfach unglaublich dankbar für unsere gemeinsame Zeit, auch die wir hatten bei der Borussia. Ich bin unglaublich dankbar, für, dass ich ein Teil deiner so erfolgreichen Karriere sein durfte. Und ja, ich schätze dich sehr als Mensch, ich schätze dich sehr als Fußballer. Ich glaube, dein Verdienst betreffend der Entwicklung der Borussia in den letzten Jahren, der ist riesig. Das wäre alles ohne dich nicht möglich gewesen. Hier bei Borussia, das ist schon ein Zuhause geworden, absolut. Also ich habe diese Gefühle der regionalen oder geografischen Dinge auch in mir drin und entwickelt in den letzten Jahren, dass ich mich wirklich heimisch fühle hier am Niederrhein, auch total wohlgefühlt privat. Dann natürlich auch durch die beiden Geburten, zumindest fast hier in Gladbach bzw. Düsseldorf. Das wird uns auch ewig verbinden, weil das einfach besondere Momente sind und dann noch so sportlich so eine unglaublich coole Zeit erlebt zu haben. Da bin ich echt mega stolz drauf, wirklich mega stolz drauf, dass ich Teil von dem Verein war, aber auch, dass ich den Leuten und dem Verein so auch ein Stück weit was zurückgeben konnte für das Vertrauen, das mir irgendwann geschenkt wurde. Zeig allen, was du kannst, was du in Karlsruhe gelernt hast. Da hat alles angefangen und da endet es auch. Also von daher wünsche ich dir wirklich nur das Beste. Du bist echt ein toller Mensch und kannst echt stolz auf dich sein. Mach's gut, lieber Lars. Gell? Ich drücke dir natürlich alle Daumen, dass du gesund bleibst, dass du fit bleibst. Und du hast ja den Fußball in dir, deshalb wirst du vielleicht dem Fußball sehr, sehr lange erhalten bleiben und auf diesem Wege einfach nochmal alles erdenklich Gute. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns des Öfteren hier bei der Borussia noch sehen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hoffe, dass wir in der Zukunft immer wieder mal Kontakt haben werden. Und Gabi, es war mir eine Ehre. Alles Gute.
genieß es, genieß jeden Tag und ich denke, wir sehen uns trotzdem noch öfters hier im Borussia Park. Alles Gute dir, mein Freund. Ich wollte dir nur noch mal sagen, es war mit die schönste Zeit in meiner Karriere, die wir jetzt miteinander verbracht haben, von Tag 1 bis jetzt. Wir haben relativ zeitnah unterschrieben und jetzt nach 8 Jahren enden die Wege. Leider sportlich, aber freundschaftlich auf gar keinen Fall. Deswegen freue ich mich, auch wenn ich dann irgendwann zu Hause sein werde und unsere Kinder weiterhin in einem guten Kontakt bleiben, wir miteinander mal ein Bier trinken gehen können und genieß die Zeit, erhol dich und danke Lars und mach's gut, Junge. Absolut schön. Ich war jetzt gar nicht so. Ich bin noch gar nicht so vorbereitet emotional. Wow, wow. Ich muss es erstmal sacken lassen. Ey, super schönes Video. Vielen Dank an alle irgendwie. Echt. Da ist doch schon einiges passiert. Schon ein paar coole Menschen kennenlernen dürfen. Ich habe immer schon ein gutes Gefühl hier gehabt bei der Borussia und das ist halt. Miteinander passt, das war eigentlich schon, also ist ja klar, seit Tag 1 gefühlt schon. Aber in den letzten Wochen, wie viel positive Rückmeldungen, wie viel Liebesbekundungen ich, was die Borussia betrifft, mit meiner Person bekomme, das ist schon unglaublich. Und das macht mich auf der einen Seite mega stolz, zeigt so ein bisschen, dass hier und da ja, das eine oder andere ganz richtig war. Aber es gibt mir insgesamt einfach nur ein schönes, positives Gefühl. Also es fühlt sich einfach gut an und es freut mich einfach, dass, ja, dass ich so in so positiver ja, Erinnerung dann oder so positiven Gedanken bei den Fans bin. Das ist schon echt was Besonderes und das hat einen richtig hohen Stellenwert auch bei mir persönlich so innen drin.